Das ist jetzt lebensbedrohlich. Ansonsten ist natürlich Alkohol. Bin am Ende mit meinem Leben quasi der allererste Schritt, die kritischen Blutungen. Oder sie wurde der Länge. Alles, was heil ist, kann natürlich kaputt gehen. Groß genug ist ja relativ. Oder, was machen Sie da? Vielleicht sollten wir da nochmal drüber reden. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Sanitäter Fresh Up. Und heute haben wir als Thema mitgebracht: Bauch 3.0. Nicht ganz der Bauch. Völlig richtig. Wir haben in den letzten zwei Bauchfolgen, die wir hier so eingestreut haben, über den oberen linken, oberen rechten, unteren linken und unteren rechten Quadranten gesprochen. Dabei sind so zwei, drei Dinge unten runter oder hinten rausgefallen, wenn man so will. Und da setzen wir heute an. Es geht im Wesentlichen um unser harnleitendes System. Und da würden wir einfach mal ganz unten beim Endergebnis anfangen. Brennen beim Wasserlassen. Nein. Unschönes Thema, aber auch gar nicht so selten. Ja, ja. Sollte unangenehm sein, habe ich gehört. Ja, Brennen beim Wasserlassen, häufiges Symptom bei Frauen wesentlich öfter als bei Männern. Das hat anatomische Gründe, das ist eine Frage der Länge. Ja. Es ist so, was macht es oder was gibt es in Kombination damit ganz oft? Brennen beim Wasserlassen, häufiger Harndrang, immer sehr kleine Mengen von Harn, die nur kommen. Manchmal mit so ein bisschen Blut beigemischt. Was ist das? Meistens eine klassische Blasenentzündung. Absolut. Ja? Bakterien kommen da rein, machen eine Entzündung, tut weh. Das ist das Problem. Der Körper bekämpft sie, versucht sie so gut es geht rauszuspülen und zu verhindern, dass sie weiter quasi hineinwandern. Und was hilft dagegen? Konstant Flüssigkeit rauslaufen lassen. Genau. Ja. Eigentlich eine Blasenentzündung, eine ganz unkomplizierte Erkrankung, eine unangenehme Erkrankung, aber eine unkomplizierte Erkrankung. Viel trinken, ja. Früher hat man mal gesagt, irgendwie sowas wie Cranberry-Saft auch noch trinken, weil das den pH-Wert ein bisschen verändert, das bitter macht. Ist jetzt nicht nachgewiesen, dass es hilft. Schaden tut es auch nicht. Viel trinken hilft hauptsächlich. Man kann. Cranberries sind ja auch lecker. Absolut, absolut. Man kann ein Antibiotikum geben, also wir nicht, aber so der Arzt darf ein Antibiotikum dazu verschreiben. Man muss es nicht, also es geht auch ohne weg in der Regel beim unkomplizierten Harnwegsinfekt. Das ist kein Problem. Wie gesagt, kurz, Frauen haben das öfter als Männer. Das liegt einfach daran, dass die Harnröhre deutlich kürzer ist. Das sind so, ich glaube, 3 bis 5 Zentimeter im Schnitt. Bei Männern sind im Endeffekt knapp über 20. Das liegt weniger an der Länge vorne rum, sondern auch an gewissen Umwegen im Körper. Mit dem Effekt, dass die Bakterien einfach es schwieriger haben, dort einzudringen. Ja. Ja. Symptomatische Behandlung ist, wie gesagt, die gleiche. Kompliziert ist es nicht. Sorgen machen brauchen wir uns um die Wege nicht. Können ihm was geben gegen die Schmerzen. Ja. Wenn wir allerdings Pech haben, dann wird aus der Blasenentzündung ganz leicht was anderes. Ja? Genau. Letzten Endes auch die Bakterien, Keime, was auch immer, die sich da einnisten, sind ja auch auf der Suche nach einem besseren Leben und versuchen in ihrem Leben auch immer weiterzukommen. Im menschlichen Körper heißt das dann eben, das harnleitende System entgegen des Stroms immer weiter zu wandern und es in Richtung der Nieren zu schaffen. Und tatsächlich macht das dann deutlich mehr Probleme als einfach nur so eine unkomplizierte Blasenentzündung. Denn wenn die Niere sich entzündet, kommen wir in den Bereich, wo dann auch relevante Körperfunktionen betroffen sind und wir massive Auswirkungen haben. Genau. Wie zeigt sich das erstmal in den Symptomen? Die verändern sich in Teilen, also diese Harnsymptome beim Wasserlassen, das kann immer noch bestehen. Ja? Was jetzt hinzukommt, ist typischerweise so ein einseitiger Flankenschmerz. Ja? Also ihr erinnert euch, die Nieren sitzen hier hinten drin. Wenn ich dann jetzt plötzlich Schmerzen habe, die so nach vorne ziehen auf einer Seite, das ist auffällig. Das spricht dafür, dass jetzt die Nieren Schaden hat. Wenn man dann vorsichtig da mal drauf klopft, bitte vorsichtig, das tut wirklich weh. Ja? Ich habe, egal, lassen wir das. Es tut wirklich weh. Ja? Frag nicht. Nicht fragen, nicht sagen. Das muss uns auffallen, was auch hier hinzukommt. Wir hatten das schon mal, das sollten wir wesentlich öfter machen. Fieber messen, ja. Wenn wir Fieber haben, dann können wir und diese Symptome dazu. Und vorher war noch eine Blasenentzündung. Dann sind wir an dem Punkt, wo wir sagen, okay, das ist jetzt scheinbar eine Nierenentzündung, Nierenbeckenentzündung. Und die muss uns Sorgen bereiten. Die muss dann auch inzwischen mit einem Antibiotikum behandelt werden. Der Körper hat da alleine wenig Chancen und das kann dann eben auch noch schlimmer werden, ja. Das heißt, das ist wieder eine Sache, die muss beim Arzt vorstellig werden. Je nachdem, wie gut es den Leuten geht, meistens muss man sagen, sind es leider ältere Menschen, die das haben, bettlägerige Menschen, mehr als gut zu Fuß Menschen, ja, müssen dann auch ins Krankenhaus, zumindest zeitweise.
sonst geht es manchmal auch noch ambulant beim Hausarzt. So oder so Arzt. Ja, Arzt Absolut. Ist hier das Entscheidende. Denen geht es auch richtig schlecht. Man merkt das auch so die vom Allgemeinzustand, finde ich. Ne? Die wirken auch einfach viel kränker als jemand mit einer Harnblasenentzündung. Hm? Tatsächlich, wenn man überlegt, die nächste Eskalationsstufe wäre dann ja auch, dass wir nicht mehr nur im harnleitenden System sind, sondern dass es halt zu einem systemischen Problem wird, also dass dann diese Entzündung auf den gesamten Körper übergreift. Und da sind wir dann tatsächlich schon in lebensbedrohlichen Bereichen, wo es richtig kritisch wird. Und wie du schon sagst, begünstigende Faktoren ist halt, habt ihr, glaube ich, in anderen Folgen auch schon erwähnt, immer wenn es steht und nicht läuft, ist halt blöd. Und gerade da, wo Leute wenig trinken und eben nicht so viel Durchfluss herrscht, haben es die Bakterien umso einfacher, immer weiter zu wandern und dann auch Schaden anzurichten. Von daher. Das ist Symptomkomplex 1, möchte ich, dass man in des Harnwegssystems, mit dem wir so ein bisschen zu tun haben. Das zweite, was uns im Bereich der Nieren und der Blase entgegenkommen kann, das war unbeabsichtigt, sind Steine, ja, die, wenn wir rückwärts gehen, uns entgegenkommen würden, weil die wollen vorwärts raus. Ja. Die entstehen in der Niere, die sind in der Regel nicht besonders groß, können aber durchaus auch so einen halben Zentimeter und mehr an Größe annehmen. Deren Hauptproblem ist, die tun wirklich weh. Ja, weil die versuchen jetzt, wenn man Pech hat, gelanden die von der Niere in den Harnleiter, also auf dem Weg Richtung Blase. Und dieser Harnleiter hat nun mal nicht die Eigenschaft, besonders groß zu sein. Der ist nur wenige Millimeter maximal groß im Durchmesser üblicherweise. Und jetzt versucht sich da so ein Stein durchzuzwängen. Ja, das tut richtig weh. Es gibt einen kleinen Ausflug, der mir erlaubt. Von Martin Luther eine ganze Abhandlung darüber, wie fürchterlich seine Schmerzen sind. Der hatte nämlich so Nierensteine, während er mit der Kutsche über die Alpen fuhr. Und damals waren die Straßen ja noch nicht so ganz gut geteert, sondern mehr so gepflastert. Es ging mehr so auf und ab, weil die Luftfederung war noch nicht erfunden. Ja? Und das muss also ein wunderbares Pamphlet darüber sein, wie fürchterlich diese Schmerzen sind, die dann eben den Patienten plagen. Auch da Rückenschmerzen beschreibt er das meistens, wenn man es versucht, ein bisschen genauer, dann ziehen auch die oft so ein bisschen an der Seite oder nach vorne ziehend. Ja? Das hängt dann davon ab, wo genau dieser Stein gerade sitzt. Und auch hier haben wir wieder ein ähnliches Phänomen wie bei Steinen, die wir im Bereich des Oberbauchs schon mal angesprochen hatten. Auch hier haben wir wieder so eine klassische Röhre, die eben versucht, durch rhythmische Kontraktionen Flüssigkeit zu bewegen. Und auch hier ist es dann natürlich so, dass jedes Mal, wenn sich diese Röhre um diesen Stein verengt, entsprechend eine Schmerzspitze gesetzt wird. Auch hier haben wir also durchaus auch diese Dynamik von Schmerzen, die eben kommen und gehen. Genau, wenn wir das haben und der Mensch vielleicht uns dann noch sagt, das ist doch schon bekannt, der hat schon mal Nierensteine gehabt, ja, dann spricht das dafür, dass wir auch hier Nierensteine haben. Das ist in der Regel auch nicht besonders kritisch, muss man sagen. Das hängt ein bisschen davon ab, wie groß der Stein ist. Was sollen diese Leute machen? Die sollen erstmal in Bewegung bleiben, das ist wichtig. Ja. Diese Bewegung fördert den Stein, sobald der von alleine raus kann und irgendwann wird es dann auch spontan besser, nämlich wenn er raus ist. Die müssen viel trinken, um auch da hinterher zu schieben. Die kriegen, deswegen müssen wir sie dann meistens doch ins Krankenhaus bringen, ordentlich Schmerzmittel, damit sie das irgendwie aushalten. Und man macht, wenn es nicht von alleine besser wird über längere Zeit, macht man dann irgendwann eine Bildgebung, um zu gucken, ob man dann operieren muss. Doch, ja, es gibt so kleine OPs, die man dann durchführen muss. Das soll uns nicht weiter interessieren. Fakt ist, Schmerzmittel, dafür brauchen wir dann entsprechend ärztliches Personal, weil die Schmerzen sind kaum auszuhalten. Oder auch gar nicht auszuhalten. Viel trinken und nach Möglichkeit, soweit irgendwie zu schaffen, in Bewegung bleiben. Am besten joggen, reiten, Kutsche fahren. Das, was richtig wehtut. Kutsche ja? Über die Alpen, ja. Toll. Das Rezept möchte ich mal sehen vom Hausarzt. Kutsche fahren über die Alpen. Verschreibung für Kutsche über die Alpen. Genau, das ist eigentlich auch schon alles zum Thema Urogenitalsystem, was uns so jetzt akut medizinisch irgendwie interessieren könnte, in Sanitätswachen begegnen könnte, jedenfalls alles, was uns, glaube ich, einfällt. Genau, ansonsten vielleicht nochmal zusammengefasst, für uns relevant, wir haben ja eigentlich über Abdomen gesprochen in einigen der letzten Folgen, die Nieren sind halt das, was nicht vorne in den Quadranten liegt, sondern eben eher Rücken Richtung Flanke, das heißt, wenn wir eben Unterbauch untersuchen, weil wir eben Verdacht in diese Richtung haben, nicht vergessen, auch mal nach den Nieren zu schauen, die eben nicht von vorne mit unserer klassischen Diagnostik zu finden sind, sondern wo man tatsächlich einmal hinten drücken, klopfen, vorsichtig drücken und klopfen muss, um da entsprechend Ergebnisse zu erzielen oder eine Verdachtsdiagnose zu erarbeiten. Das ist das Relevante dabei, denke ich. Gut. Und damit macht's gut. Glaube ich, haben wir hier eine sehr kurze Folge, aber
schaffen wir. Haut einen Spruch raus. Achso, ja, genau. Empfehlt uns weiter. Abonniert unseren Kanal, drückt die Glocke. Na, ihr wisst das ja. Ja. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Macht's gut. Tschüss. Ciao.